Wenn dieser Trend so weitergeht, dann ist es bald soweit. Dann ist nämlich Apple doppelt so viel wert wie alle Unternehmen aus dem DAX zusammen. Gestern ja wieder neue Anstiege bei Apple, weil man einen Streamingdienst anbieten will, wobei die Gründe fast egal sind. Man kauft eben Apple, weil das Unternehmen so unglaublich innovativ ist und weil es so ein unglaubliches Wachstumsunternehmen ist, dessen Problem nur leider ist, dass die Umsätze stagnieren. Aber sei es drum, schauen wir uns mal an, was ich hier meine mit doppelt so viel wert. Hier ein Tweet von Holger Cepic. Der gesamte DAX hat eine Marktkapitalisierung oder die Unternehmen aus dem DAX von 1,2 Billionen Dollar, während Apple ja an der 2 Billionen Dollar Marke kratzte. Ich glaube, wenn der Aktienkurs so bei 463 oder 465 Dollar ist und da ist man nicht weit entfernt, dann hat man eben diese 2 Billionen Dollar erreicht. Ist das gerechtfertigt für ein Unternehmen, das, naja, nicht wirklich ein Wachstumsunternehmen ist, das natürlich ein super Geschäftsmodell hat, gar keine Frage, unwidersprochen, aber es ist eben nicht so, dass bei Apple die Bäume in den Himmel wachsen. Das gilt auch für den Umsatz. Der beträgt nämlich bei Apple 260 Milliarden Dollar im letzten Jahr, also 260 Milliarden. Volkswagen machte 252 Milliarden Dollar, also ganz knapp in Euro sogar. 252 Milliarden Euro, also ist, weil der Euro ja etwas mehr wert ist als der Dollar, durchaus auf Augenhöhe, wenn nicht sogar leicht vor Apple. Aber wir haben auch eine Daimler, die über hunderte Milliarden Dollar erzielt. Eine Allianz tut das auch. Wir haben BMW, wir haben Siemens, die also durchaus was auf die Waage bringen, was an Marktkapitalisierung respektive Umsatz hier zu nennen ist, aber es ist eben im Vergleich zu Apple gewissermaßen ein Fliegenschiss. Und da ist eben die Frage, ist das gerechtfertigt, ist das dauerhaft, kann das so sein, dass sozusagen eigentlich hier eine völlig einseitige Bewertung scheinbar der Fall zu sein scheint. Hatte ich gestern auch gezeigt in dem Fall von Tesla, das jetzt über 300 Milliarden Dollar wert ist. Tesla verkauft um und bei 375.000 Euro Autos im Jahr. Die beiden anderen absatzstärksten Autobauer, Toyota und VW, verkaufen um und bei 21 Millionen. Also das ist ein Faktor, der ein Vielfaches ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt sagen viele, ja, Tesla ist halt kein Autounternehmen, sondern ein Softwareunternehmen, da ist was dran. Aber es ist eben so, dass jeder Tesla praktisch, den man verkauft hat, 400.000 Dollar wert ist offenkundig und diese Rechnung scheint ein bisschen skurril. Wir haben also gerade bei Tesla und bei Apple hier Phänomene. Beide Unternehmen haben übrigens angekündigt, hier einen Aktiensplit zu machen. Und sind seitdem gestiegen, sind Phänomene, die schon richtig krass sind. Krass ist auch, dass obwohl Apple überhaupt kein Geld braucht, jetzt den Kreditmarkt nochmal anzapft und Unternehmensanleihen auf den Markt bringen will. Von 5,5 Milliarden Dollar hatte man kürzlich schon mal gemacht. Ungewöhnlich, dass ein Unternehmen das zweimal relativ kurz hintereinander macht. Und das ist erstaunlich, weil eigentlich natürlich Apple kein Geld braucht, nicht wirklich. Aber es zeigte, dass man eben sich Geld besorgt, wenn es mehr oder weniger nichts kostet. Und was erstaunlich ist auch, dass Apple ja diese Unternehmensanleihen verkauft, obwohl man sie nicht braucht. Und dann kauft die Fed auch diese Unternehmensanleihen im Rahmen ihres Unternehmensanleihenkaufprogramms, kauft sie eben auch Apple-Anleihen, das muss man sich vorstellen. Dann kauft Apple seine eigenen Aktien zurück, reduziert also das Angebot an Apple-Aktien, das verfügbar ist. Und so entstehen eben Bewertungen und Preise, die ein bisschen skurril sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wichtig übrigens, vor allem für die Jüngeren, Fortnite ist jetzt aus dem Apple Store verbannt worden, weil die eben umgehen wollten, dass sie da diese 30% an Umsatz abdrücken müssen an Apple. Das ist gerade für die jüngere Schicht besonders wichtig. Wir haben gesprochen über die Bewertung von Apple, die ist fast 2 Billionen. Wir haben jetzt den DAX, ist der eigentlich günstig? Nein, ist er nicht, wenn er über 13.000 ist. Wir sind derzeit so und bei 13.000, dann haben wir derzeit ein realisiertes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40, das ist ein bisschen sportlich, das ist jetzt nicht gerade günstig. Forward, also praktisch zukünftig sollen es dann nur noch 20 sein, wenn die Zahlen eben dann so reinkommen, wie man sich erhofft. Auch die Emerging Markets sind übrigens extrem teuer geworden inzwischen oder haben maßgeblich zugelegt mit fast 14,9 oder bei 14,9 Price-Earnings-Ratio. Der DAX, wie gesagt, bei 20, die Amerikaner deutlich über 20, also günstig ist im Aktienbereich nichts mehr. Die Frage ist, spielen Bewertungen noch eine Rolle? Die Anhänger
Die Flut hebt alle Boote. Theorie sagen, spielen gar keine Rolle mehr, weil die Flut eben alle Boote hebt. Vielleicht haben sie recht, wir werden sehen. Wir haben heute Nacht chinesische Konjunkturdaten bekommen, die tendenziell unter der Erwartung waren. Industrieproduktion etwas schwächer, Einzelhandelsumsätze sogar rückläufig. Das konterkariert so ein bisschen die Story von dem V, das die Chinesen ja selbst gezeichnet haben. Und wir haben jetzt an diesem Wochenende wohl einen Videocall zwischen den Delegationen der USA und den Chinesen. Die Amerikaner sagen, oh, wir sind eigentlich ganz zufrieden so in letzter Zeit, was die da gekauft haben, vor allem in Sachen Rohstoffe, in Sachen Landwirte der USA. Die hätten da viel verkauft. Schauen wir uns mal an, was faktisch da passiert ist. Wir haben jetzt ab Mai ein bisschen zugelegt, aber wir werden wahrscheinlich doch im Jahr 2020 weniger Käufe der Chinesen haben als noch im Jahr 2019. Und eigentlich sollten sich ja die Käufe verdoppeln, mehr als verdoppeln. Das also ist nicht ganz der Fall. Ich bin mal gespannt, was bei diesem Treffen rauskommt. Da wollen die Chinesen ja auch TikTok und WeChat thematisieren, die ja gebannt werden sollen. Wir haben heute als Highlight 14:30 die US-Einzelhandelsumsätze. Hier mal das Ganze im Vergleich zum Vorjahr. Wir hatten im April diesen massiven Einbruch, hatten jetzt im Juni eine leichte Erholung. Hier vom Monat zu Monat sieht das schon ein bisschen anders aus. Da hatten wir jetzt 2 Monate in Folge eine Erholung. Man geht davon aus, dass wir jetzt so bei und bei plus 1,4% sind. Also das wird heute das Highlight. Und interessant findet David Rosenberg und ich auch, dass wir ja in den letzten Tagen gesehen haben, dass die Renditen steigen für Staatsanleihen. Normalerweise ist das positiv für Banken. Diesmal aber nicht, die Banken steigen nicht mit, jetzt sagte David Rosenberg, ja, das ist schon ein kleines Warnsignal und es sei auch komisch, dass letztendlich eine solche Rallye stattfindet, ein solcher Bullmarkt. Und die Banken sind trotzdem 30% tiefer. Da ist vielleicht was dran, denn die Banken, die sind letztendlich der Kern eines Blutsystems. Und wenn die ein Problem haben, hat das ganze System ein Problem. Aber schauen wir uns abschließend ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq, der wieder fröhlich ist. Gestern dann allerdings hier an diesen Niveaus wieder gescheitert ist, die wir hier schon mal gesehen haben. Ebenso wie der S&P 500. Kein neues Allzeithoch bisher in den Charts von Capital.com zumindest nicht, vielleicht in anderen ja schon. Also wir sind hier wieder ganz knapp dran gescheitert. Es ist mühsam, es ist die Luft ein bisschen dünner. Man hat Respekt offenkundig ein bisschen vor diesem Allzeithoch der DAX in Sichtweite der 13.000er Marke. Und wir schauen abschließend noch auf Gold bei 1.952 und der Euro-Dollar bei 1,1817. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Heute Abend kein Marktgeflüster. Wir sehen uns dann hoffentlich am Montag wieder. Jetzt sage ich Servus und Ciao.